Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Deutschkurs Interaktiv. Er heißt ja jetzt Mein Deutschkurs Interaktiv und ich möchte alle begrüßen, die Fernsehzuseher und Zuseherinnen auf FS1 und natürlich auch die Zuseher und Zuseherinnen auf Facebook. Allen voran, hallo Anna Green, schön, dass du hier bist. Goha, schönen guten Abend. Ich glaube, du bist die Schwester von Anna, stimmt das? Raj, hallo, schönen guten Abend zurück. Mahmoud, grüß dich. Farah, hallo. Asia, schön, dass du hier bist. Nata, wie geht's dir? Hallo, schön, dass du da bist. Lena und Mali und Ivano, schönen guten Abend. Hallo Marussia, schön, dass du hier bist. Ivano, grüß dich und Lino und Sadia und Gerhard, hallo, Halima, hallo, Schumaila, entschuldige, Schumaila, hallo, grüß dich, schönen guten Abend. Bitte schreibt das Wort Abend groß. Mohammed, hallo, grüß dich, Lucine, hallo, Servus, Aisha und Christina, Lucine und Makis und Halima und Mohammed fragt, wie kann ich mitmachen? Schönen guten Abend erstmal. Das geht ganz einfach, ich erkläre es gleich. Du siehst Fragen und dann schreibst du einfach die Antworten in die Kommentare. Hallo Lindita, grüß dich, hallo Lufti, Jenny, hallo, Alina, hallo, Anna, hallo, Nasmera, hallo. Wunderbar, dass ihr alle da seid und schön, dass ihr immer mehr werdet. Das macht mir ziemlich viel Freude. Wir beginnen jetzt gleich mit der ersten Frage und heute gibt es ein ganz besonderes Thema, aber ihr werdet das bestimmt rausfinden. Die erste Aufgabe. Wie spricht Nüsnüsnüs das Wort adäquat richtig aus? Das ist eine Frage, ich weiß. Jetzt geht es aber nicht um die Beantwortung von dieser Frage, sondern diese Frage ist die Aufgabe. Ihr könnt hier einen Strich sehen. Hier einen Strich sehen und hier seht ihr Antwortmöglichkeiten. Ja, es geht heute um das Thema Pronomen und nur eine Antwort ist bei dieser Aufgabe korrekt. Ich lese die Aufgabe nochmal vor und auch die Antwortmöglichkeiten. Also, wie spricht Nisnisnis das Wort adäquat richtig aus? 1a, was fehlt in dieser Lücke? 1a, man. 1b, Mann. 1c, Mann. 1d, wir. Schreib jetzt die richtige Antwort in die Kommentare. Und ihr seht hier, die Zeit läuft schon. Und eins muss ich gleich sagen, wenn ihr das jetzt richtig hattet, dann müsst ihr euch selber loben. Ihr wisst ja, es ist hier eine Scheibe. Ich kann mit der Hand nicht zu euch, um euch zu streicheln, weil ihr das so toll gemacht habt. Deshalb müsst ihr euch dann selber loben. Das geht am besten, wenn ihr mit dem Smartphone auf das Herz-Emoji drückt. So, was habt ihr getippt? Ich schau mal nach. Also, Luca denkt Mann, Goha tippt auf Mann 1a, Alina auch, Abdu auch, Jumaila auch, ebenso wie Lucine, Ferdi. Jetzt weiß ich ja, seit dem letzten Deutschkurs-Call-In weiß ich, wie man Ferdi richtig sagt. Dann, Haitan meint Mann oder ist Mann Satenik? Nein, ich glaube, das ist ein Familienname. Heizein, ja, meint Mann. Safe meint 1a. Lika tippt auf 1a. Rahim meint Mann. Nata tippt auf 1a. Marie, glaube ich, warst du, tippt auf 1a. Lindita tippt auf 1a. Maha tippt auf 1a. Farah schreibt, wie spricht man das Wort adäquat richtig aus? Dein Satz ist fehlerfrei. Anna tippt auf 1a. Makis auf 1a. Med tippt auf Man. Ahmad tippt auf A. Monem auf Man. Emka auf 1a. Alexandra auf 1a. Ich glaube, dass Driss dein Vorname ist. Du tippst auf Man. Mohammed tippt auf 1c. Na tippt auf 1c. Ivano auf 1a. Man. Lino tippt auf 1c. Mohammed doch auf 1a.
Oder nochmal auf 1a. Hashem tippt auf A. Tete tippt auf 1a. Lian tippt auf A. Hashimi auf 1a. Ivano auf Man. Noch 4 Sekunden bis zur richtigen Antwort. Und diese ist Man, 1a. Ganz genau. Wie spricht man das Wort adäquat richtig aus? Das ist korrekt, jawohl. Bitte schreibt das unpersönliche Pronomen nicht wie das Wort Mann. Ja, das wäre falsch. Und wir ergibt ja grammatikalisch keinen Sinn, denn wir haben ja er, sie, es spricht und man funktioniert genau gleich wie er, sie, es. Hallo Edona, schön, dass du auch hier bist. Ja, jetzt geht es weiter. Könntest muss bitte sagen, dass muss erst später ankomme. Nur eine Antwort ist korrekt. 2a, ihr plus sie plus er. 2b, du plus ihm plus ich. 2c, man plus ihm plus sie. 2d, sie plus ihr plus ich. Ja, ich weiß schon, das ist jetzt ein bisschen komplexer, aber das macht ja nichts. Ihr seid ja fit, ich weiß das. Amy tippt auf 2b und Lala tippt auch auf 2b, also auf die Antwort du plus ihm plus ich. Alexandra meint auch 2b, Luna tippt auf 2b und Marita oder Maria auch auf 2b. Jenny meint auch 2b, Fedi meint auch 2b, ebenso wie Goha, Aisha, Maha, Na und Saxide. Ah, Saxide hat gestern so eine wunderbare Übersicht hochgeladen. Vielen herzlichen Dank, dass du das gemacht hast. Anna tippt auf 2b, Jumaila tippt auf 2b, Marie tippt auf 2b, Tete auf 2b, Lian auf b. Bitte schreib immer auch die Zahl dazu. Tippt auf 2b. Dann, oder Jan Wieper, ich weiß nicht, was dein Vorname ist, bitte sei mir nicht böse, falls ich mich irre. Markis tippt auf 2b, Ahmad auf b. Ich glaube, du hast letzte Woche auch schon mal auf b getippt. Görkan tippt auf 2b, Ashimi auf 2b, Mohammed tippt auf 2b, Deutschlehrer tippt auch auf b, Nata auf 2b, Lucine auf 2b, ebenso wie Jabon oder Rachim, ich glaube Rachim ist dein Vorname, tippt auf 2b, Abdo tippt auf 2b, Hashem tippt auf 2b, Gabi auch, ebenso wie Haitain und Lika. Tukana tippt auch auf 2b und Matthias, es ist Matthias, danke, dass du es dazu gesagt hast. Bitte schreib es mir immer dazu und zwar in lateinischen Buchstaben, dann ist es für mich einfacher. Monem tippt auf 2b und Christina tippt auf b, Alina auch, Nico auch, ist das zu einfach? Oder ist es doch 2b oder 2a? Bitte überlegt nochmal. Noris tippt auf 2b, Ahmed auf 2b. Oh, jetzt wird schwierig. Marigone tippt auf 2b, Wana tippt auf 2b und Ashara tippt auf Servus aus Stuttgart. Hallo, liebe Grüße nach Stuttgart zurück. Ich hoffe, ich habe deinen Namen richtig ausgesprochen. Ivano tippt auf 2b, Natalia auch, Emanuel ebenso und Sadia auch. Und die richtige Antwort ist, ich sagte, ist, ja, 2b, du, ihm, ich. Könntest du ihm bitte sagen, dass ich erst später ankomme? Ja, ganz genau. Hier war nur eine Antwort korrekt. Warum? Die anderen Antworten passen grammatikalisch nicht in dieses System. Ja, es gibt andere Ausdrücke, die dann passen, aber hier passt keiner.
Ja, wenn du das richtig hattest, dann lobe dich jetzt selbst mit dem Herz-Emoji und ich werde jetzt gleich vorlesen, was die nächste Aufgabe ist. Also, nur eine Antwort ist korrekt, später sind dann mehrere, aber jetzt ist nur eine Antwort korrekt. Bevor Miss 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 in die Dusche geht, sollte Niss 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 sich ausziehen. Es geht hier, ich muss es dazu sagen, um eine allgemeingültige Aussage. Wenn ich das nicht dazu sage, dann sind auch andere Dinge möglich, aber lest selbst. Die Möglichkeiten sind 3a, er plus sie, 3b, sie plus er, 3c, man plus man, 3d, sie plus man. Es geht um einen allgemeinen Tipp. Ja, um einen allgemein gültigen Tipp. Es geht nicht darum, was jemand anderes macht, ja? Also, was ist hier richtig? Lala tippt schon auf 3C, Amy auf 3C, Nico auch, nur auch, nur auch. Mohammed tippt auf 3C, Christina tippt auf C, Aitan tippt auch auf 3C, Aisha auf 3C, Aida auf 3C, Lian tippt auf 3C, Sergio, ich hoffe, ich habe deinen Namen richtig ausgesprochen, 3C, Safi tippt auf 3C, Ariana tippt auch auf 3C, Makis ebenso, genauso wie Jenny und Nata und Madocht und Luna und Emanuel. Und Anna und Jumaila und Farah und Hami, Görkan auch, Fedi auch und Hashimi ebenso. Ist das zu einfach? Lucine meint auch, dass es richtig ist und oder sei, ich zitiere ja die Meinung. Sangside tippt auch auf 3C, ebenso wie Lika und Goha und Na und Meredith, ebenso Juana und Ivano. Natalia, ich werde ein bisschen etwas über dieses unpersönliche Pronomen man erzählen. Ja, wer von euch die englische Sprache lernt oder auch gelernt hat, der kennt dieses Pronomen nicht. Es gibt dieses Pronomen man nicht in vielen Sprachen, aber in der deutschen Sprache. Und wir verwenden das, wenn wir eine allgemein gültige Aussage treffen. Zum Beispiel, wenn man zur Schule geht, sollte man gut aufpassen. Natürlich könnte ich auch sagen, wenn du in die Schule gehst, dann solltest du gut aufpassen. Aber das ist ja kein allgemein gültiger Tipp. Das gilt ja dann nur für eine Person, und zwar für dich. Ja, wenn das für alle einzelnen Personen gelten soll, nehmen wir man. Ansonsten nehmen wir ja das Wort alle. Ja, das funktioniert dann so wie das Wir. Und die richtige Antwort ist 3C, Mann und Mann. Bevor man in die Dusche geht, sollte man sich ausziehen. Wenn man das nicht macht, wird die Kleidung nass. Ja, es könnte ja auch sein, dass man das gerne möchte. Wenn es kein allgemeiner Tipp wäre, dann könnte man natürlich auch sagen, bevor er sich auszieht, sollte er sich ausziehen. Da würde man dann über eine andere Person auch urteilen. Das könnte man mit sie und sie auch tun, ja. Ja, jetzt ist die Frage, was passt hier in die Lücke? Nur eine Antwort ist korrekt. Wer jetzt gut aufgepasst hat, kann das gut beantworten. Ich lese vor. Vor dem Schlafengehen sollte Miss 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 sich die Zähne putzen. 4a alle, 4b ich, 4c sie, 4d man. Was passt in die Lücke? Was passt in die Lücke? Ashara schreibt zum Beispiel vorhin noch, bevor man in die Dusche geht, sollte man sich ausziehen. Der Satz ist fehlerfrei, das wollte ich nur gleich dazu sagen.
Jaime fragt, ob die Übungen C1-Niveau sind. Nein. Nein. Das sollte man auf dem A2-Niveau schon gut können. Ja, das wäre wichtig. Johanna hat vorhin noch geschrieben, ich denke, richtig ist C3. Wenn du das schreibst, fehlt das Komma. Du müsstest schreiben, ich denke, dass C3 richtig ist. Bevor man in die Dusche geht, sollte man sich ausziehen. Ja, das ist auch dann fehlerfrei. Aber die Einleitung musst du neu schreiben. So, wir schauen weiter. Was habt ihr getippt? Wir sind bei der Aufgabe 4. Und hier geht's los. Nein, hier geht's los. Moment. Oh, ihr habt so viel getippt. Ich hoffe, ich kann alle vorlesen. Also, Emi tippt auf 4D, Benita auf 4D, Lala auch, Hashimi auch, Ai, oh, Aoi, entschuldige, Aoi tippt auch auf 4D, Svetlana tippt auf 4D, Luna auch, nur ebenso. Anna tippt auf 4D, Markis tippt auf 4D, Hami tippt auf 4C und hallo Halima, schön, dass du hier bist, mach gleich mit, beantworte die Frage. Aisha tippt auf 4D, Abdu tippt auch auf 4D, Gökhan tippt auf 4D, Nata tippt auf 4D, Hara tippt auf 4A, Mann. Moment, das wäre aber 4D. Schau bitte nochmal. Hashem tippt auf 4D, Machdokt tippt auf 4D, dann Ivano tippt auf 4D, 4D, Haitayan, nein, Haitayan ist ein Familienname, oder? Ich denke, Mane ist ein Vorname. Mane tippt auf 4D, Ioana tippt auf 4D, Goha tippt auf 4D, Saxide tippt auf 4D, Jumaila tippt auf 4D, Sanela tippt auf 4D, Tatjana auf sie. Lien tippt auf 4D, Christina auf 4D, Hamza tippt auf 4D, dann Lucin auf 4D, Maha tippt auf 4D, Wana tippt auf 4D, Na tippt auf 4D, Zainab tippt auf 4D, Ferdi auf 4D, Natalia auf 4D, Lika auf 4D und die richtige Antwort ist 4D, Mann, ganz genau. Vor dem Schlafengehen sollte man sich die Zähne putzen. Man kann niemanden dazu zwingen, ja. Ich kann so niemandem sagen, du musst vor dem Schlafengehen die Zähne putzen, ja. Das kann ich nicht sagen. Aber ich kann einen guten Tipp abgeben und kann sagen, vor dem Schlafengehen sollte man sich die Zähne putzen. Ja. Das kann man tun. Nüss, 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 meine Freunde lieben es, am Abend spazieren zu gehen. Ja, nur eine Antwort ist korrekt. Hier steht es nochmal. Nur eine Antwort ist korrekt. Das ist heute sehr klein, aber ich lese es ja vor. Und was passiert in die Lücke? 5a, alle oder all. 5b, ihr. 5c, sie. 5D, Mann. Was passt in die Lücke? Ja, vorhin haben einige auch das Sie getippt. Das Sie, wenn man es groß schreibt, das ist ja dann, wie sagt man, die formelle Form oder eine der formellen Formen. Es gibt ja Sie oder ihn, wenn es groß geschrieben ist, ja, ihre. Ihren. Das kann man auch hören. Ja, wenn jemand die formelle Form benutzt, dann wird das immer sehr stark betont. Wenn man jetzt die Pluralform meint von der informellen Form, zum Beispiel habt ihr sie auch gesehen? Damit meint man die anderen Leute. Habt ihr sie auch gesehen? Dann hört sich das anders an. Sonst hört sich das so an. Habt ihr sie auch gesehen? Habt ihr sie oder haben sie auch gesehen? Ja. Haben sie auch gesehen? Jetzt stimmt das. Ja. Haben sie, damit meint man die formelle Form, sie, die dritte Person, Singular, auch gesehen. Oder auch die anderen Leute.
Das kann ein bisschen schwierig sein, ich weiß das, das tut mir auch sehr leid, aber denkt euch nichts, wenn da mal was schief läuft, ja. Wenn jemand gar nichts versteht, dann sagen die Leute, wie bitte? Oder ihr kennt das bestimmt, dann schauen die Leute so. Also wenn ich Englisch spreche, passiert mir das sehr oft, ja, dass jemand so schaut so. Und dann weiß ich, aha, also ich muss das jetzt nochmal sagen. Ich habe etwas falsch gesagt oder etwas nicht richtig ausgedrückt und so konnte mich die Person nicht verstehen. Aber jetzt geht es hier um diese Frage oder um diese Aufgabe. Es ist ja keine, also der Text hier ist ja keine Frage, sondern ein Aussagesatz. Meine Freunde lieben es, am Abend spazieren zu gehen. Was passt in die Lücke? Alle oder all? Ihr, sie oder man? Das ist hier die Frage. Es sind noch 25 Sekunden bis zur Auflösung. Abdul schreibt, alles kann besser werden. Ist das richtig Wort zu sagen? Du wolltest sagen, alles kann besser werden. Sagt man das so? Ja, das sagt man so. Alles kann besser werden. Wir können alle besser werden. Wir können uns verbessern. Ganz genau. Und die richtige Antwort ist alle oder all, genau. All meine Freunde lieben es, am Abend spazieren zu gehen. Oder alle meine Freunde lieben es, am Abend spazieren zu gehen. Genauso funktioniert das. Ich kann sagen, ihr liebt es, am Abend spazieren zu gehen. Aber das heißt etwas anderes. Ich kann auch sagen, sie liebt es, am Abend spazieren zu gehen. Aber da ist die Grammatik anders. Habt ihr es gehört? Ja, die nächste Aufgabe. Ivano schreibt noch, er hat viele Freunde. Du musst ein E schreiben. Er hat viele Freunde. Deshalb, zuerst das L, dann das B. Deshalb habe ich 5a genommen oder ausgewählt. Dann Ashgara schreibt noch, alle meine Freunde lieben es, am Abend spazieren zu gehen. Bitte mach die Interpunktionszeichen, also das Komma, aber auch den Punkt. Bei einer Prüfung bekommst du jeweils einen Punkt Abzug, wenn sowas fehlt. Also bitte sei vorsichtig. Medva schreibt noch, natürlich ist die Lösung 5a alle all. Und jetzt werden schon die anderen, nein, jetzt kommen schon die anderen Antworten und zwar zu dieser Aufgabe. Wir sind bei der Aufgabe 6. Was ist alles korrekt? Achtung, jetzt muss man aufpassen. Was ist alles korrekt? Jetzt kann eines richtig sein, es können zwei richtig sein, drei oder sogar alle vier. Schaut bitte genau. Hier geht es um Grammatik. Und deshalb muss man darauf achten, ja, was passt alles in die Lücke und was passt nicht in die Lücke. Wenn eines nicht in die Lücke passt, dann müssen drei richtig sein. Wenn zwei nicht in die Lücke passen, ja, dann müssen zwei richtig sein. Wenn drei nicht in die Lücke passen, dann muss eines richtig sein. Eines ist immer mindestens korrekt. Ja, ich habe das noch nie gemacht, dass keines richtig war. Ja, also eines ist mindestens korrekt. Es können aber auch alle vier richtig sein. Deshalb schaut ganz genau. Ich lese mal alle Varianten vor. 6a. Welche Regeln sollte ich beachten? Ich möchte nichts falsch machen. 6b. Welche Regeln sollte man beachten? Ich möchte nichts falsch machen. 6c. Welche Regeln sollte er beachten? Er möchte nichts falsch machen. Welche Regeln sollte alle beachten? Wir möchten nichts falsch machen. Schaut es euch genau an. Was passt grammatikalisch in die Lücken? Noch 48 Sekunden. Ich schau mal. Ivano fragt noch, was ist der Unterschied zwischen alle und all? Gar keiner. Du kannst das eine, aber auch das andere verwenden. Das all verwendest du
als Possessivartikel. Nein, so stimmt das nicht. Possessivartikel sagt man nicht. Ja, schon. Irgendwie schon. Es ist irgendwie wie ein Possessivartikel. Ja? All meine Freunde, all meine, alles, was mir gehört oder dir gehört, all deine, danke für all deine Hilfe zum Beispiel. Doch, doch, das hat schon damit zu tun. Ah, die Zeit läuft ab. Und die richtige Antwort ist. Ja, 6a und 6c ist völlig korrekt. 6d ist inkorrekt und 6b, da muss ich etwas dazu sagen. Das ist nur dann korrekt, wenn du dir zuerst darüber Gedanken machst, ja, was ist denn für alle gültig? Also welche Regeln sollte man beachten? Und dann sagst, ich möchte nichts falsch machen. Dann ist es korrekt und ansonsten ist es inkorrekt. Es geht weiter. Weißt du zufällig, wem dieses Telefon gehört? Die andere Person sagt jetzt: Schau, was gehört, was. So, was passt in die Lücke? 7a ihm plus es, 7b es plus ihm, 7c er plus ihr, 7d ihr plus er. Und hier steht wieder, was ist alles korrekt? Hier kann wieder eines richtig sein, aber es könnten auch vier richtig sein. Vielleicht auch weniger. Eines ist mindestens korrekt. So, ich bin gespannt. Und denkt daran, euch selber zu loben. Ja, wenn ihr etwas richtig hattet, dann lobt euch selbst. Das ist ganz wichtig. Nehmt dazu das Herz-Emoji, dann speichert ihr in eurem Kopf ab, dass es richtig war. Das tut der Motivation gut. So, sieben sind wir, bei der Aufgabe sieben sind wir. Und ich habe schon die ersten Antworten. Lala tippt 7b. Sushma tippt 7b. Es tut mir leid, Französisch kann ich nicht. Du tippst 7b. Dann Lubov tippt auf 7a, Feli auf 7b. Vasal tippt auf 7a, Svetlana auf 7b, Schmeiler tippt auf 7b, Amal, nein, Emi tippt auf 7a und 7b, Hashimi tippt auf 7b, Makis auf 7b, Sushima tippt auf 7a oder auch noch auf 7a, Nurnur tippt auf 7b, Ivano tippt auf 7b, Na tippt auf 7b, Alina tippt auf 7b, Mane tippt auf 7b, Shami tippt auf ihm plus es, Goha tippt auf 7a und 7b, Vladislav tippt ebenso, nein, entschuldige, du tippst auf 7b und 7c, dann Jano tippt auf 7b, Ahmad tippt auf 7a, Benita auf 7a und 7b, Saxide tippt auf 7b, Lubov tippt auf Liubov, entschuldige, tippt auf 7a, Medavare tippt auf 7b oder Habasch, ist Habasch dein Vorname? Ich bin mir nicht sicher. Asgara tippt auf 7a und 7b. Slavica schreibt Hallo. Hallo Slavica, schön, dass du mitmachst. Ivano tippt auf 7b, Nata auf 7a und 7b. Svetik tippt auf 7b, Abd auf 7b. Abdehaj tippt auf b oder Mahmoud. Ich weiß nicht, was dein Vorname ist. Schreib es mir bitte in die Kommentare. Mahdokt tippt auf 7b, Christina auf 7b, Hashem auf 7b, Nikolaus tippt auf b. Dann Fasal tippt auf 7a, Mane tippt auf 7b, Zainab auf 7b, Luna auf 7b, Nikolaus auf b, nochmal auf b und nochmal auf b, Labe tippt auf 7b, dann Sasu tippt auf 7a und 7b, Meda, nein, Habash tippt auf 7b, Nikolaus tippt auf b, Gabriela tippt auf 7c, Bo tippt auf 7b, Nikolaus tippt nochmal auf b, Anna tippt auf 7b, Monem tippt auf 7b und c, Ivano tippt auf 7b, Labe auf 7b, dann Praskovia, ich hoffe, das ist, ich spreche deinen Namen richtig aus, auf 7b und das sind die richtigen Antworten, ja. Ihm plus es und es plus ihm. Weißt du zufällig, wem dieses Telefon gehört? Schau, ihm gehört es. Wenn ich auf die Person zeige, dann sage ich, ihm gehört es. Wenn ich auf die Person nicht zeige, dann sage ich, es gehört ihm. Ja, so einfach ist das.
Ist nicht schwierig, oder? Muss den Knopf drücken, um den Computer einzuschalten. Ja, was könnte hier jetzt passen? 8a du, 8b Mann, 8c Mann, 8d er. Was passt hier? Ja, schreibt es mir in die Kommentare. Was ist alles korrekt? Es könnte hier eines richtig sein. Es könnten hier aber auch mehrere richtig sein. Deshalb schaut es euch gut an. Muss den Knopf drücken, um den Computer einzuschalten. Ich lese alle Varianten vor, denn manche müssen das auch einmal hören können. Also, 8a, du musst den Knopf drücken, um den Computer einzuschalten. 8b, man muss den Knopf drücken, um den Computer einzuschalten. 8c, man muss den Knopf drücken, um den Computer einzuschalten. 8d, er muss den Knopf drücken, um den Computer einzuschalten. Tja, was ist alles grammatikalisch korrekt? Ich sehe, es schickt sehr viele Nachrichten. Ivano schreibt noch, bitte können Sie erklären, wann man ihm oder ihn benutzt. Ihm ist Dativ, ihn ist Akkusativ. Somit ist das erklärt. Dann schauen wir gleich weiter. Wir haben die Aufgabe 8, genau. Archimedes tippt 8, auf 8c, Löber auf 8cd, Ahmed auf 8b, Iman tippt auf 8c und d. Dann gibt es hier einen Namen in einer Schrift. Wie heißt sie? Ich glaube, mir fällt es gerade nicht ein. Aber ich glaube, man spricht das in Afrika oder schreibt das in Afrika. Ich weiß nicht, ich kann den Namen nicht lesen. Du tippst auf 8a. Labe tippt auf 8bc. Isam tippt auf 8c. Jaime tippt auf du plus man. Alalush Mansur. Ich weiß nicht, ob Mansur dein Vorname oder Familienname ist. Alalush. Vielleicht ist Alalush dein Familienname und Mansur dein Vorname. Du tippst auf jeden Fall auf 8c. Naja, tippt auf Man er. Abdu tippt auf 8c, 8d. Svetik tippt auf 8a. Nur tippt auf 8c und d. Fasal tippt auf Man. Ayhan tippt auf 8c. Ashrara tippt auf 8b und 8c. Sushama tippt auf 8a und 8b. Hashem auf 8c, 8d. Shumaila tippt auf 8c und 8d. Dann Manu tippt auf 8c und 8d. Anna tippt auf 8a und 8d. Fedi tippt auf 8b, c und d. Dann Adnan schaut zu. Hallo Adnan, schön, dass du hier bist. Mach gleich mit. Lucien tippt auf 8c und 8d. Nanta tippt auf 8a, 8c und 8d. Hashimi tippt auf 8a. Monem tippt auf c und d. Vladislav auf 8c und d. Fasal tippt auf 8c. Görkan tippt auf 8d. Und Goha tippt auf 8a und c und d. Und die richtigen Antworten sind 8c und 8d. Also, man muss den Knopf drücken, um den Computer einzuschalten. Es kann ein allgemein gültiger Tipp sein oder, ja, es ist allgemein, auf jeden Fall allgemein gültig. Ja, jeder Computer hat irgendwie einen Knopf und er muss den Knopf drücken, um den Computer einzuschalten. Das nimmt man dann, wenn jemand versucht zu schauen, aber nicht weiterkommt. Dann kann man das so sagen. Du, er muss. Er muss. Wenn muss Gesundheitsprobleme hast, dann solltest muss zum Arzt gehen. Ich lese es nochmal vor. Wenn muss Gesundheitsprobleme hast, dann solltest muss zum Arzt gehen. Was passt hier alles? Was ist hier alles korrekt? Hier steht es nochmal. Was ist alles korrekt? Ist das 9a, 9b, 9c, 9d? Ich lese wieder alle Varianten vor. 9a. Wenn man Gesundheitsprobleme hast, dann solltest man zum Arzt gehen. 9b.
Wenn du Gesundheitsprobleme hast, dann solltest du zum Arzt gehen. 9c. Wenn ich Gesundheitsprobleme hast, dann solltest ich zum Arzt gehen. 9d. Wenn sie Gesundheitsprobleme hast, dann solltest sie zum Arzt gehen. Was ist hier alles korrekt? Boah, so schnell kamen die Kommentare noch nie. Wahnsinn. Ich hoffe, ich kann viele vorlesen. So, wo geht's los? Und zwar, Entschuldigung. Ja, hier, Markis. Markis tippt auf 9b. Rodrigo tippt auf du und du. Errol tippt auf 9b. Jumaila auf 9b. Luna auf 9b. Libobov auf 9b. Maha tippt auf 9b. Svetlana tippt auf 9b. MK auf 9b. Hallo Mo, schön, dass du wieder mal hier bist. Du tippst auf 9b. Rodrigo tippt auf 9b. Amy tippt auf 9b. Goha tippt auf 9b. Monem tippt auf B. Oksana, hallo, tippt auch auf B. Oksana, danke, dass du mich auf Patreon unterstützt. Das ist so lieb von dir. Shama tippt auf 9b und 9a. Anna tippt auf 9b. Amolamora tippt auf 9b. Alalush tippt auf 9b oder eben Mansur, ich weiß es noch nicht. Hashem tippt auf 9b, Manu tippt auf 9b. Dann Matthias tippt auf B, Maha tippt auf 9b, Lana tippt auf 9b, Fadi auch. Bashar tippt auf 9b, Benita tippt auf 9b, Nikolas auch. Mohammed tippt auch auf 9b. Dann Christina tippt auf B, Nikolas tippt auf B, ebenso wie Mohammed und Naya oder Nadja, ich weiß nicht mehr. Naya, glaube ich, so spricht man deinen Namen aus. Farah schreibt, wenn du Gesundheitsprobleme hast, dann solltest du zum Arzt gehen. Dieser Satz ist fehlerfrei. Nikolas tippt auf B und nochmal auf B und nochmal auf B. Arietta tippt auf 9b. Fasal tippt auf 999bb. Errol tippt auf 9b. Oh, das ist einfach, schreibt er dazu. Dann Bodin tippt auf 9b. Jamie tippt auf du und du. Sule tippt auf 9b. Jerry auf 9b. Und Mies, ich weiß nicht, ob ich deinen Namen richtig habe. Tippt auf B und die richtige Antwort ist A. Wenn. Nein, das ist falsch. Es, die richtige Antwort ist B. Wenn du Gesundheitsprobleme hast, dann solltest du zum Arzt gehen. Das, was hier steht, ist falsch. Wenn du Gesundheitsprobleme hast, dann solltest du zum Arzt gehen. Ich weiß nicht, vielleicht war ich betrunken oder abgelenkt. Ich weiß es nicht. B ist richtig. Muss, muss, muss. Welche die Seite noch nicht abonniert haben, sollten muss, muss, muss jetzt abonnieren. Was passt in diese beiden Lücken? Hier ist wieder die Frage, was ist alles korrekt? Ja, man kann es sehr schwer lesen, es ist sehr klein, aber ich sage es ja dazu. Was ist alles korrekt? Ja, hier kann eines richtig sein, hier können mehrere richtig sein. Ich muss noch lachen, es tut mir leid, ich habe vorhin, das war falsch markiert. B war die richtige Antwort. Ja, bitte lobt euch selbst. Ihr wisst ja, wenn ihr es richtig hattet, dann klickt auf das Herz-Emoji. Aber wenn ihr das schon gemacht habt, hier geht es weiter. Hier. Nüss, 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 welche die Seite noch nicht abonniert haben, sollten nüss, 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 jetzt abonnieren. 10a, alle plus sie, 10b, man plus es, 10c, die plus diese, 10d, ich plus sich. Ich lese alle Varianten vor. Also 10a, alle, welche die Seite noch nicht abonniert haben, sollten sie jetzt abonnieren. 10b. Man, welche die Seite noch nicht abonniert haben, sollten es jetzt abonnieren. 10c. Die, welche die Seite noch nicht abonniert haben, sollten diese jetzt abonnieren. 10d. Ich, welche die Seite noch nicht abonniert haben, sollten sich jetzt abonnieren.
Ja, ich glaube, man kann das hören, ob das richtig oder falsch ist, nicht wahr? Also Aufgabe 10, ja. Aber vorhin schreibt Jamie noch, bitte eine Nebenfrage. Kann man sagen, ich bedanke mich sich? Nein, du kannst sagen, ich bedanke mich bei dir oder ich bedanke mich, Punkt. Ja, das kannst du sagen. Dann, ja. Ich heiere, oder Ahmad schreibt, Gewirrs7o. Ich weiß nicht, was du mir damit sagen möchtest. Vielleicht wolltest du nur testen, ob das live ist. Rodrigo schreibt 10, noch zu 10a ist die richtige Antwort. Liebe Grüße aus den USA. Liebe Grüße zurück. Jetzt musst du mir aber noch sagen, was dein Vorname ist. Ob jetzt Rodrigo dein Vorname ist oder Balfanz. Oder Balfors. Ich weiß nicht, wie man deinen Namen richtig ausspricht. Bitte sei mir nicht böse. Aber ich schaue jetzt mal, was ihr getippt habt. Ein paar Antworten kann ich ja noch vorlesen. Wir haben ja noch Zeit. Und zwar Miguel tippt auf 10a. Mirs tippt auf 10a. Azur tippt auf 10a. Gabriela auf 10a. Sushama tippt auf 10a. Gökhan auf 10a und 10c. Na tippt auf 10a. Alalush tippt auf 10. Ich glaube 10a. Abdu tippt auf 10a. Christina tippt auf 10. C, Sule tippt auf 10a, Luna auf 10a, Monem auf a, Oksana auf a und C, Sherry auf a, Alina auf 10a und die richtigen Antworten sind 10a und 10c. Ich lese es euch vor. 10a. Alle, welche die Seite noch nicht abonniert haben, sollten sie jetzt abonnieren. Also, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, dann macht das jetzt schnell. Sonst muss ich sagen, die, welche die Seite noch nicht abonniert haben, sollten diese jetzt abonnieren. Ihr merkt schon, dass der Ton ein bisschen anders ist. Aufgabe 11. Könnten Miss bitte von Miss schöne Grüße bestellen. 11a, sie plus ihm plus ihr. 11b, sie plus ihr plus ihm. 11c, sie plus ihr plus ihm. 11d, sie plus ihm plus ihr. Was ist alles korrekt? Es geht immer noch um Pronomen. Was ist alles korrekt? Ja, ich weiß schon, das ist, da muss man jetzt ein bisschen nachdenken. Könnten bitte von schöne Grüße bestellen? Das ist eine Person, die fragt eine andere Person, ob sie, soll ich helfen? Nein, ich helfe nicht. Ob sie schöne Grüße bestellen könnte. Grüße bestellen, schöne Grüße bestellen, das ist ein, ich sag mal so, das ist eine Redensart und das heißt nicht, dass man einen Artikel bestellt, sondern jemanden bittet, liebe Grüße auszurichten. Ja, das ist so diese Redensart, Grüße bestellen oder Grüße ausrichten oder liebe Grüße von mir an jemand anderen weitergeben. Ja, das ist eine Bewegung. So, aber mehr Tipps gibt es jetzt nicht. Es gibt ja noch 1 Minute und 43 Sekunden Zeit, um nachzudenken. Ja, was tippt ihr denn alle so? Schauen wir mal. Liebe Grüße nach Marokko zurück, Schoki. Das ist lieb, dass du schreibst. Oder ist Amin dein Vorname? Ich bin mir nicht sicher. Naja, meint, warum ist sie richtig? Bitte schreib auch die Nummer dazu. Warum sie richtig ist? Ja, weil die auch ein Relativpronomen sein kann. Amy meint, Moment. Amy meint, jetzt geht's los. 11a, 11c. Benita tippt auf 11a, c. Görkan tippt auf a und c. Anna tippt auf a und c. Na, meint, boah, das ist schwer. Hahaha. Dojan meint, 11ac oder Yildirim, es tut mir leid, ich weiß, es ist bestimmt ein türkischer Name, aber ich bin mir nicht sicher, was dein Vorname ist. Ist Yildirim oder Dojan dein Vorname?
Bitte hinterlass es mir in den Kommentaren. Liubov tippt auf 11a, 11c, Naya auf A und C, Emka tippt auf A und C, Iman tippt auf 11a und 11c, Luna auf A und C, Ashrara tippt auf 11a, Abdeja, Moment, Mahmoud, glaube ich, ist dein Vorname, ist C. Dann Matthias tippt auf B und D, Manu tippt auf A und C, Sushma, entschuldige, ich habe deinen Namen immer falsch gesagt, tippt auf 11b und C, Abdo auf A und C, Hashmi auf A und C und die richtigen Antworten, ja, die richtigen Antworten sind 11a und 11c. Könnten Sie ihm bitte von ihr schöne Grüße bestellen? Da bezieht sich eine Person auf eine andere Person und bittet noch eine Person, liebe Grüße auszurichten. Könnten Sie ihr bitte von ihm schöne Grüße bestellen? Das ist ähnlich nur maskulin. Ja, Rachavan, schöne Grüße auch an dich zurück. Und Tags, hallo, schön, dass ihr zugeschaltet habt. Macht gleich mit. Hier ist wieder die Frage, was ist alles korrekt? Hier kann eines richtig sein, hier können mehrere Antworten richtig sein. Bitte schaut es euch gut an. Hast Mus die Stadt Wien schon einmal bei Nacht gesehen? Mus ist wunderschön. Ja, was passt alles in die Lücken? 12a er plus s, 12b du plus sie, 12c alle plus es, 12d man plus sie. Also dieses sie ist jetzt am Satzanfang, deshalb muss man es groß schreiben. Ja, also überlegt gut, hast Mus die Stadt Wien schon einmal bei Nacht gesehen? Nus ist wunderschön. Ich lese alle Varianten vor. 12a. Hast er die Stadt Wien schon einmal bei Nacht gesehen? Es ist wunderschön. 12b. Hast du die Stadt Wien schon einmal bei Nacht gesehen? Sie ist wunderschön. 12c. Hast alle die Stadt Wien schon einmal bei Nacht gesehen? Es ist wunderschön. 12d. Hast man die Stadt Wien schon einmal bei Nacht gesehen? Sie ist wunderschön. Was passt alles? Es könnte eines passen, zwei, drei oder sogar alle vier. Ich rolle hinunter, um zur Aufgabe 12 zu kommen. Fahrer schreibt, hast du die Stadt Wien schon einmal bei Nacht gesehen? Sie ist wunderschön. Dein Satz ist fehlerfrei. Bitte überprüfe auch noch, ob die anderen Antworten passen können. Und falls du glaubst, dass es nicht passt, denk bitte nochmal darüber nach, warum es nicht passt. Ja, 12. B meint auch Emi. Rodrigo schreibt, 12b ist die einzige Option. Punkt. Emka meint 12b. Benita tippt auf 12b. Ich habe jetzt deshalb gelacht, nicht weil dein Satz so ist, wie er ist, sondern weil ich finde den Ausdruck so toll. Du hast es mit sehr großer Bestimmtheit geschrieben und ich habe das jetzt beinahe gehört. Wie du das gesagt hast, ja, deshalb musste ich jetzt ein bisschen schmunzeln. Lieber auf Tipp auf 12b, Anna tippt auf 12b, Nino auch, Tatjana tippt auf 12b, Adnan tippt auf 12b, Sherin tippt auf b, Fedi auf 12b, Abdu auch, Vladislav tippt auch auf 12b, Naja tippt auf 12b, Iman tippt auf 12b, Luna tippt auf 12b, Bu tippt auch auf, nein, tippt auf 12c. Anidam tippt, schreibt, hast du die Stadt Wien schon? Ja, da fehlt was, da geht es noch weiter. Bitte schreib in ganzen Sätzen. Alena schreibt 12b, 12d. Du musst wissen, wenn du das jetzt nicht machst, ja, dann machst du das bei einer Prüfung auch nicht. Ja, es wäre besser, wenn du es jetzt machst. Alena tippt auf 12b, 12d. Lana tippt auf 12b. Die letzten Sekunden sind angebrochen. Christina tippt auf 12b. Alalus tippt auf b. Und ihr habt recht, ja. Die richtige Antwort ist 12b. Hast du die Stadt Wien schon einmal bei Nacht gesehen? Sie ist wunderschön. Mit sie bezieht sich der Sprecher oder die Sprecherin natürlich auf die Stadt Wien. Die Stadt
Sie, sie ist wunderschön. Ja, die anderen passen einfach nicht, ja. Ihr hattet völlig recht. Aufgabe? Aufgabe 13. Wenn Ms. das Wort Nacht falsch ausspricht und Ns sich wie nackt anhört, dann kann Ms. zu Missverständnissen kommen. Was passt hier? 13a. Mann und Mann und Mann. 13b. Es und es. Und S, 13c, Mann plus S plus S, 13d, Mann plus S plus Mann. Was passt hier? Was ist hier korrekt? Hier kann eines richtig sein. Es können mehrere richtig sein. So, also, was passt hinein? Oksana schreibt noch, ja, ich habe die Stadt Wien gesehen. Sie ist wirklich wunderschön. Oder ja, ich habe sie gesehen, die Stadt ist wirklich wunderschön. Ja, sie ist auch wunderschön, besonders bei Nacht, immer wenn es recht dunkel ist, ja, wenn es sehr dunkel ist, dann muss man die schrecklichen Stellen nicht sehen. Aber das gilt für jede Stadt, ja, nicht nur für Wien, sondern aber auch, so wollte ich sagen. Ja, dann geht es weiter? Bei 12 sind wir schon gewesen. Jetzt sind wir bei 13. Moment, Moment, Moment. Mumtaz meint, ich wohne in Wien. Ja, dann weißt du das. Schreib bitte Wien groß und mach einen Punkt. Ja, das sind zwei Fehler. Bei einer Prüfung würdest du zwei Punkte verlieren. Ja. Bitte schreib es korrekt. Lala schreibt, Johannes, kann man nicht für die Aufgabe alle Varianten richtig nehmen? Wenn wir könnten sagen, benutzen wir es bei der Höflichkeit oder wenn wir etwas von jemandem bitten? Da machst du mir heute sehr viele Fehler. Aber ich weiß, was du meinst. Bitte prüfe aber selber nochmal deinen Text. Das kannst du besser. Könnten Sie, könntest du bitte? Du musst aber auch auf das Verb achten. Ja. Könntest du, könnten sie. Könntest, könnten. Du hast es schon gehört. Deshalb deine Frage, nein, kannst du nicht. Du müsstest tatsächlich könnten sie und könntest du schreiben. Ja. Damit das passt. Ja, Lala Tipp 13d, dann Sushama tippt auf 13D und macht sich nochmal mit dem Emoji Gedanken. So, Benita tippt auf 13D, Mirs tippt auf 13D, Tags tippt auf 13D, Ivana schreibt, die Internetverbindung stört heute sehr. Ja, vielleicht hast du eine schlechte Internetverbindung, das kann schon sein. MK tippt auf 13D, Verzeil tippt auf 13A, Naya tippt auf 13D, Man es Man. Ashara tippt auf 13D, Nata auf 13D, Jungtutus, ich hoffe, dass ich deinen Namen richtig ausgesprochen habe, tippt auch auf 13D. Und die richtige Antwort ist 13C. Wenn man das Wort Nacht falsch ausspricht und es sich wie nackt anhört, dann kann es zu Missverständnissen kommen. Ja, das ist die einzig korrekte Antwort oder die einzige korrekte Antwort. Bitte passt auf, besonders wenn ihr Englisch als Muttersprache sprecht. Sagt Nacht. Das ist wirklich wichtig. Jetzt wieder etwas einfacheres. So, was ist alles korrekt? Was ist alles korrekt? Hier kann wieder eines richtig sein. Es können zwei, drei oder sogar vier richtig sein. Vielen lieben Dank, dass Ms. sich dazu bereit erklärt haben, Ms. zu helfen. So, was passt hier? 14a, er plus mir. 14b, sie plus mir. 14c, sie plus uns. 14d, er plus uns.
Überlegt es euch gut, die Zeit läuft und ich schaue, ob es noch Fragen gibt, wenn Sie das Wort Nacht, ja genau, Anidam, wenn Sie das Wort Nacht falsch aussprechen, also wenn man zum Beispiel nackt sagt statt Nacht, dann bedeutet es etwas anderes. Das deutsche Wort nackt bedeutet zum Beispiel in der englischen Sprache naked. Ja, und das ist dann etwas ganz anderes als wie night. Ja, da muss man aufpassen. So, es geht weiter. Wir sind bei der Aufgabe 14 und ich schaue mal, was ihr schon alles getippt habt. Hallöchen, Christine zurück. Mach gleich mit. Du siehst hier die Aufgabe. Hier kannst du auswählen, 14a bis 14d. Und hier können mehrere Antworten richtig sein. Ja? Entweder eine, zwei, drei oder sogar alle vier. Ja, Mami Korn tippt auf 14b, Sashama tippt auf B und C, Jumaila tippt auf 14b und 14c, Nata tippt auch auf B und C, Tags tippt auf, nein, tags, nachts tippt auf 14c, Ivano tippt auf 14b, dann Matthias, glaube ich, war der Name, tippt auf 14c, Oksana tippt auf B und C, Adnan tippt auf 14c, Alina tippt auf 14b und C, Saxida tippt auf 14b, Ahmad auf 14b, Fatail tippt auf 14b und C, Jenny tippt auf B und C, Mamikon schreibt noch St. Aha, ich müsste Christina sagen. Meinst du das? Ich bin mir nicht sicher. Manche portugiesischen Christinas spricht man mit Christina richtig aus. Ja, da bin ich mir nicht sicher. Emka meint A, B, C und D. Lindita tippt auf B und C. Markus tippt auf 14b und 14c. Lindita, kennen wir uns persönlich? Kann das sein, dass du bei mir schon mal einen Kurs gemacht hast? Ich bin mir nicht sicher. Vielleicht verwechsle ich dich auch. Ashkara tippt auf 14b und Mino auf 14bc. Libuf auf 14b und 14c. Noch 18 Sekunden bis zur richtigen Antwort. Vladislav tippt auf 14b und 14v. 14v haben wir ja gar nicht. Da ist bestimmt ein Tippfehler passiert. Jemand meint, dass alles richtig sei oder alle richtig seien. Und die richtigen Antworten sind 14b und 14c. Vielen lieben Dank, dass Sie sich dazu bereit erklärt haben, mir zu helfen. Oder vielen lieben Dank, dass Sie sich dazu bereit erklärt haben, uns zu helfen. Ja, bitte passt mit der Grammatik gut auf. Und ja, ihr wisst ja, wie das ist. Manche Formen passen einfach nicht hinein. Ja, ich muss. Ja, es gibt noch die Bonusfrage, aber bevor ich die vorlese, sage ich schnell zu den Zuseher und Zuseherinnen auf FS1, also im Fernsehen. Danke, dass ihr zugesehen habt. Wir sehen uns am nächsten Montag wieder. Aber im Internet bleibt dran. Kommt zu uns auf die Facebook-Seite und zwar jetzt auf diese hier, ja? Auf die ja alle schon sind. Mein Deutschkurs, ja? Und macht mit, denn hier geht es weiter. Wenn muss nicht helfen wollen, dann werde muss auch nicht mehr helfen. So, was passt hier? 15a. Wenn Sie mir nicht helfen wollen, dann werde ich Ihnen auch nicht mehr helfen. 15b. Wenn wir Ihnen nicht helfen wollen, dann werde sie Ihnen auch nicht mehr helfen. 15c. Wenn ich uns nicht helfen wollen, dann werde er ihr auch nicht mehr helfen. 15d. Wenn sie uns nicht helfen wollen, dann werde wir ihnen auch nicht mehr helfen. Dann wünsche ich euch alles Gute, auf Wiedersehen, auf Wiederlurge, auf Wiedersehen, auf Wiederschauen
und in meinem Heimatdialekt für euch. Thank you.